Was geht ab, Leute? Nerdalert Games Team, willkommen zurück zu Splinter Cell Blacklist. Allzeit bereiter Sam Fisher, aber wir haben, glaube ich, gar keine Kohle mehr, oder? Nope. Das heißt, wir machen eine Nebenmission. Gerade von einer gekommen und jetzt gehen wir wieder hin. Schmugglerversteck. Nur Koop. Nehmen wir den Fischmarkt, Istanbul, Türkei. Neutralisiere Waffenschmuggler, die den Hafen für ihre Geschäfte verwenden. Erwarte Verstärkung, wenn du entdeckt wirst. Okay, cool, cool. Briefing starten. Deine Informationen waren gut. Ich hab das Gefühl, dass du mir trotzdem nicht danken wirst. Ist nicht so blöd, wie du aussiehst. Gib mir was Besseres und du darfst an Bord bleiben. Okay, wie wäre es mit Waffenhändlern, die ihre Ware über Istanbul verschieben? Ein Konsortium. Konsortium? Du kennst ja richtig komplizierte Wörter. Willst du sie haben oder nicht? Scheinst ganz wild darauf zu sein, sie zu verpfeifen, Konkurrenz. Bist auch nicht so blöd, wie du aussiehst. Was kümmert's dich? Es sind Waffenschieber. Also, schieß los. Es geht alles über den Hafen raus. Auf den Kisten steht Fisch oder Früchte oder irgend so ein Blödsinn. Müsstest selbst du finden können. Ich sag denen, dass du mich schickst. Das war ein Witz, oder? Was für ein Arschloch, der macht das garantiert. Das ist ein Fischer, hallo? Aber mal ohne Mist, wir haben die Gefahr der Blacklist, dass komplett alles ausradiert wird und wir gehen so einen komischen Waffenschmugglerring in Istanbul hinterher. Irgendwie Zeitverschwendung, oder? Naja. Mit der wunderbaren Sniper? Mit der wunderbaren Pistole geht das sofort. Du bist nahe des Fischmarkts, doch das Geschäft wird an den Docks gemacht. Da musst du hin. Ich sehe Wachen am Außenbereich. Wirst noch mehr sehen. So wichtig wie dieses Geschäft ist, wird es dazugehen wie im Zoo. Zum Glück ist dein Auftrag einfach. Alle ausschalten? Ob du sie tötest, ist deine Entscheidung. Hauptsache, es steht am Schluss keiner mehr und du wirst nicht entdeckt. Kriegen wir schon hin. Fangen wir groß an. So, wir gehen direkt rein. Das mit den zwei Laufmodi kann ich immer noch nicht ganz verstehen, aber ist nicht so wild. Boah, seit ich die neue Grafikkarte habe, läuft das so ultra flüssig. Ich weiß gar nicht, was das für eine Erleichterung ist. Muss ich ehrlich zugeben, es spielt sich wirklich super cool. La 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 la, wir schalten dich aus. Versuch mir auf Ghost zu gehen. Ich habe genug in die Birne geschossen in den letzten Episoden. Jetzt müssen wir uns mal langsam entspannen. Zu viel Licht. Dafür können wir die Pistole verwenden. Oder die Sniper, genau. Pistole reicht. Ich wusste, wir können da auch. Ist nur er? Boom. Nur er. Und Licht ausschießen. Wie wir in Saints Row 4 gehört haben, erst Licht ausschießen, dann den Kerl killen. Wir haben gerade alles falsch gemacht. Die in Saints Row, die wissen Bescheid. Sam Fisher? Nee. Oh, ich hab doch garantiert türkische Zuschauer hier. Was bedeutet das hier? Würde mich mal interessieren. Gucken, ob wir einen Dönerladen finden. Ehrlich gesagt, untypisch für die Türkei, meine ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich war schon ewig nicht mehr da. Was geht? Du siehst mich nicht. Du hast eine hässliche Brille auf. Gegner. Kann mich nicht vorbeischleichen, ich muss die ausschalten. Oh yeah, der ist gepanzert. Schalte ich das aus, läuft er sofort mir hinterher. Das kann ich nicht riskieren. Kann ich überhaupt nicht riskieren. Fuck. Ich hätte direkt werfen sollen. Egal, ich habe ihn trotzdem getroffen. Kein Problem. Und die mit Helm fucken schon ordentlich ab, die Nerven. Ohne Mist, das ist so easy going. Ich liebe diese Mission einfach. What the fuck? Oh, der hat durch das Glas gesehen. Nein! Mach ich nochmal. Mission neu starten, das war super easy. Der sieht mich doch tatsächlich durchs Glas. Okay, das war ein bisschen blöd von mir, zugegeben. Ist easy going, wir schaffen alles. Ah, fuck.
stand zu viel im Licht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er mich sieht. Ich wusste aber auch nicht, wo er steht. Ziemlich unüberlegter Zug von mir. Lalalalalala. Wir müssen gar nicht sparsam mit der Schlafgranate umgehen. Kommen die jetzt nicht zusammen? Ich glaube nicht. Fuck. Die kommen nicht zusammen. Aber wo ist der andere Typ? Weil der ist doch von hier... Aha. Da sind die zusammengekommen. Oh, wow. Sind die beide reingelaufen? Oh Gott, muss man blöd sein. Die sind wirklich beide reingelaufen. Das ist echt Wahnsinn. Warte, dass der Typ jetzt zurückkommt, aber der kommt garantiert nicht zurück. Neun verbleibende Gegner. Oh, shit! Lustig ist, wenn die Lichter ausgeschossen werden, laufen die sofort dahin. Der hat einen Helm auf. Der hat einen scheiß Helm auf. Willst du nicht hinkommen? Die Macht meiner Markierung sagt, du musst hinkommen. Du bist doch ein Lähmer. Geht noch nicht mit der Sache auf den Grund. Das Ausschalten geht auch so super schnell. Und als kleinen Bonus verstecke ich dich sogar. Halbwegs. Muss ich nicht ausknipsen, nicht wirklich. Los, ruhig. Der hat gerade fast einen Ton gesagt. Knappe Kiste, aber ich wusste, wenn ich renne, sieht er mich nicht. Erstes Licht, dann er? Würde ich mal so sagen. Bevor er die Waffe noch ziehen konnte, war ich schon fertig mit zwei Aktionen. Bestimmt ist die Birne kaputt. Nee, du bist kaputt. Da drüben! Jemand schießt! Das ist nett, wie du hingekommst. Muss ich schon sagen. Sehr schön gemacht. So, dann haben wir den letzten Bischibosch. Gangster. Stirb! Im Abschnitt ist noch ein Gegner. Den kriegen wir schon. Schlafgas wirkt auf den nicht, der hat eine Maske auf. Ah, ich kann ja auch hier nirgendwo hochklettern. Der muss sich nur einmal umdrehen. Der muss nur einmal in der Kiste riechen. Sicher ist sicher, ich komme von hier. Das war der letzte von Ihnen. Weiter zum nächsten Abschnitt. Ja, yeah. Ich vergesse mal, dass da immer noch ein nächster Abschnitt kommt. Ich habe die Mission schon länger nicht gespielt. Man denkt immer so, okay, das ist alles, aber... Waffen im Makrelengewand. Wer kauft die, Grimm? Jeder. Ist alles gut durchdacht. Die Waffen kommen ins Lagerhaus, werden in Kisten verpackt und dann als Lebensmittel verschickt. Sogar das Gewicht wurde exakt auf die Container abgestimmt. Und da Fisch etwas ist, das man überall verkauft. Ist es die perfekte Tarnung, um ihre Ware in alle Welt zu liefern? Ist ja super. Warum guckt keiner mal in die Kiste rein? Weil ist ja Fisch. Hier kochen sie die Waffen? Beziehungsweise lassen Luftblasen rein, damit die Waffen auch atmen können. Die müssen nur gefüttert werden. Alle zwei Stunden. So ein Stück Fleisch wird dann direkt von der Waffe zersetzt. Waffen mögen Fleisch. Scheiß geht da im Weg. Warum schießt eigentlich die Lampen aus? Hier ist keine Sau bisher. Da können wir durch. Epic. Hier geht's wieder los. 11 Gegner.
wusste es, ey, sobald ich meinen Kopf hochpacke. Der, ey, mein Gott, ne. Ich hab's schon mal geschafft, da durchzuschießen, aber jetzt ist das unmöglich. Quasi noch in der Luft. Ich weiß nicht, der hat einen Helm auf, aber... Hat der auch eine Panzerung? Nö. Das ging fast nach hinten los. So, wünschst du ihn? Mios! Gerade wo er am Knien war, das ist noch einer. Gut, dass ich alle Upgrades schon mal habe. Easy peasy, warum soll ich ein Risiko eingehen? Ist hier eine Person, die wir einfangen müssen? Ich kenne gerade die Legende nicht so gut. Jupp. Oh, Sniper. Da sind noch viel mehr. Also hier wäre mir echt ein separater Weg lieb. Der kann nicht auf das scheiß Dach klettern. Oh mein Gott, wir hätten so einfach, wenn wir da wären. Ich kann da rumklettern, aber... Oh, oh, falsche Waffe. Da hätte ich aufpassen müssen. Korbrute natürlich. Wir müssen den direkten Weg nehmen. Was denn, Fischer ist keine Pussy. Ich sehe die Stelle, an der das Geschäft abgewickelt wird. Das Boot, in dem die Ware transportiert wird, liegt neben dem Dock. Verstanden. Behalte den Kerl auf dem Boot im Auge. Ist offenbar ein Scharfschütze. Bestätigt. Da sind sogar zwei. Munition. Das haben wir doch alles besprochen. Ich will nur sicher gehen, dass ich das bekomme, wofür ich bezahlt habe. Du bekommst das. Okay, wir müssen ballern. Was zum Problem werden kann. Aber ihr holt keine Verstärkung. Wurde ich auch noch nicht entdeckt. Problem sind die Sniper. Ich muss hier bleiben. Ich weiß nicht, wo die langlaufen. Doch, klar. Typen werden da ausgeschaltet. Die gehen erstmal da hinten gucken. Das sind Spezialisten. Ich hab noch Schlafgas. Darf ich nicht vergessen. Warum muss jeder der Idioten eigentlich einen Helm aufhaben? Das ist auch richtig nervtötend. Pew. Fuck, ich krieg den nicht ausgeschaltet. Nie im Leben. Die Sniper sind einfach im Weg. Boah! Knappe Kiste. Die kommen aber auch beide wirklich nie wirklich zusammen. Tatum. Nicht ein Pen Sam. Seht ihr, der hat auch einen Helm auf. Kontaktschocker. Kann ich die nicht einfach auf die drauf pfeffern? Der kommt jetzt hier nicht vorbei. Eindeutig nicht. Aber vielleicht doch. Da ist er, der Schocker. Schön. Ich habe gemerkt, man kann die Dinger nicht direkt vor die Füße werfen. Dann explodieren die nicht direkt. Wahrscheinlich extra gemacht worden. Oh, das ist so ein schwer gepanzerter Typ. Sturm! Toll. Geschockt, aber das hat's nicht gebracht. Da ist er. Yep, sauber. Irgendwann muss ich's ja kaputt machen. Mies. Es werden dann direkt irgendwie mal 5 Gegner mehr. Die 5 Gegner kann ich nie gebrauchen. Okay. Die Mission ist eigentlich super einfach. Das war wirklich ein mieser Move von mir.